Cloud-Lösungen, SD-WAN und Cyber-Security-Services. Digitale Lösungen für ein Unternehmen, dessen Geschäft auf Papier basiert. Der österreichische Konzern Prinzhorn recycelt Papier und Kartonagen und produziert Verpackungen aus Wellpappe. Dazu ist ein komplexer IT- und Netzwerkbetrieb notwendig, den Prinzhorn an T-Systems outgesourced hat. Manfred Ofner, CIO von Prinzhorn, wollte durch das Outsourcing mehr Transparenz der IT-Leistungen erreichen. Uns ist es wichtig, dass wir die Transparenz über die Aktivitäten, die bei uns in der Infrastruktur abgehen, auch an die Werke geben und auch dezentral zur Verfügung stellen. Daher war es wichtig, dass wir auch Werkzeuge haben, so wie Dashboards oder Einsicht in die lokalen Monitoring-Systeme, dass die auch von den Werken möglich sind. Und durch diese verbesserte Transparenz, sowohl zentral als auch dezentral, erwarten wir uns dann auch einfachere und schnellere Reaktionen auf irgendwelche Abnormalien, die vielleicht im Alltag auftreten. Und welche konkreten Informationen werden über die Dashboards dargestellt? Wir sehen Bandbreitenauslastungen, wir sehen den Zustand des Netzwerkes, wir sehen die Switches, wir sehen hier, auch wenn ich an die Security-Dashboards denke, hier auch Infektionen, die aufgetreten sind, sehen auch den Verlauf von Infektionen. Also Auswertungen, die de facto nicht personenbezogen sind, sondern auf den Gesamttraffic gehen und auf den Gesamtzustand unserer IT-Infrastruktur. Wobei die IT-Sicherheit eine immer größere Rolle für ein vernetztes Unternehmen spielt. Die zunehmend professionelleren Hackerangriffe sind nur schwer abzuwehren. Zum Beispiel mit einem Security Operations Center, kurz SOC. Wir haben in der neuen Outsourcing-Vereinbarung das Security Operations Center dazugenommen, einfach aus diesem Grund, weil wir überzeugt sind, dass die Bedrohungen in der digitalen Umgebung einfach zunehmen und wir sehen es auch im Alltag. Sie werden vielfältiger, sie werden einflussreicher und es wird einfach gefährlicher. Um darauf zu reagieren, nutzen wir eben den Service vom SOC. Mithilfe eines SOCs lassen sich Angriffe nahezu in Echtzeit erkennen und abwehren. Im Vergleich zu früher erkennen wir heute schon, wir sind noch in der Anfangsphase, dass es hier möglich ist, relativ frühzeitig Maßnahmen zu setzen, wo wir früher gar nicht erkannt haben, dass es sich um Probleme handeln könnte. Mehr Flexibilität und weniger Ausfälle sind auch die Argumente, die für ein Corporate Network auf Basis einer neuen Technologie gesprochen haben. Durch die neue SD-WAN-Technologie versprechen wir uns in erster Linie Kostenvorteile und in zweiter Linie eine höhere Ausfallsicherheit und einen rascheren Zugang zum Corporate-Netzwerk von neuen Destinationen, die wir erschließen. Ein modernes Corporate-Network, Cloud-Lösungen und neueste IT-Sicherheitslösungen sind für Prinzhorn auch die Basis für die zunehmende Digitalisierung des Geschäfts. Digitalisierung wird sicherlich sowohl in der Fertigung, wahrscheinlich auch im Vertrieb, hier einen starken Einfluss bei uns haben. Wir merken jetzt schon neue Anforderungen zu Applikationen, die eben diese neuen Technologien auslösen. Die Frage ist, welche Digitalisierung wird sich letztlich in unserem Endprodukt widerspiegeln? Das kann ich nicht sagen, aber ich bin sicher, es wird in der Zukunft ganz natürlich sein, dass hier auch die Faltkartonschachtel eine Intelligenz haben wird.